Ja. Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Politik Simulator 4, dem vierten Teil des Politik Simulators Power Evolution mit mir zusammen, dem Malte, und mit Serbien. Wobei, Serbien ist nicht richtig, denn das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir tatsächlich Jugoslawien auf dem Schirm. Ja, Freunde, ich habe jetzt gerade eben die neue Landesflagge eingegeben. Die müsste dann jetzt machbar sein, die dürfte dann kommen. Das Dekret ist jetzt gerade unterwegs, am 14.10. ist es soweit und parallel dazu werden wir dann den Namen des Landes jetzt auch offiziell ändern, also weg von Serbien. Willkommen zurück auf der Landkarte Jugoslawien. Jugoslawien übrigens, ne, ich bin ja Deutscher, schreibe ich mit W. Nur so für die Jungs, die es hier mit V schreiben und, ne. Aber genau, ich schreibe es mit W. Ich hoffe, man fühlt sich da nicht angegriffen. So, genau, wird also auch der Name des Landes geändert, das heißt, beides dürfte relativ zeitnah da durchkommen. 14. und 15.10. sind dann jetzt dafür passenderweise die Stichtage. Dann also haben wir tatsächlich wieder ein neues Land auf der Landkarte. Ja, Kinder, dann derweil würde ich sagen, machen wir weiter und fassen zusammen. Was ist beim letzten Mal geschehen? Wir haben uns damit befasst, unsere Truppen neu zu koordinieren, neu zu stationieren und passenderweise auch eine Autobahn in Bau zu geben, die jetzt tatsächlich also, ja, Herbst nächsten Jahres dann offiziell fertig wird. Die Autobahn von Belgrad rüber ins neue Kosovo, also in unser neues Land, in unser neues Territorium, in unser kleinen Bruderstaat nach Kosovo rüber nach Pristina. Wird also eine neue Autobahn gebaut, damit man direkt sein Land hier passend miteinander verknüpft. Das ist tatsächlich das eine, was wir getan haben. Zum anderen sind wir dabei, immer noch uns mit einer ziemlich hohen Inflation rumzuschlagen, die uns tatsächlich echt, boah, doch schon übel zusetzt, muss man ganz klar sagen. Also 13% Inflation, die Gehälter werden nächstes Jahr massiv steigen müssen. Das passt natürlich nicht so richtig in Kram, ich denke euch auch nicht, aber da kann man tatsächlich nicht wirklich mehr machen, außer das Versuchen einzufangen. Und das geht darum weiterhin nur darüber, dass wir vielleicht noch über eine Steuererhöhung nachdenken. Das wiederum möchte ich aber erst machen, nachdem ich die Reaktion auf die Änderung des Landes gesehen habe, denn tatsächlich so ein Kram habe ich selber noch nie gemacht. Also das ist auch für mich tatsächlich Neuland. Dementsprechend werden wir da noch bis Mitte Oktober warten, bis wir da wieder eingreifen. Ansonsten aber das Wirtschaftswachstum, ihr habt es vielleicht hier in der kleinen Grafik schon gesehen. Ja, also nachdem wir unsere Steuern tatsächlich, unsere Steuerpresse drauf gedrückt haben, sind sie aber immer noch so hoch oder sind tatsächlich auch wieder angestiegen leicht, dass man da tatsächlich wieder ein wenig gegenarbeiten darf durchaus. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter an dieser Stelle. Ein paar Tage haben wir jetzt ja zu gehen, bis wir tatsächlich zu unserer Länderparlamentsabstimmung und so hast nicht gesehen kommen. Zumindest gibt es schon mal keine Unruhen dadurch, dass wir das Land umbenennen. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. Das heißt, es könnte tatsächlich eigentlich relativ locker alles vonstatten gehen. Das gute alte Dekret hier. Da bin ich schon ganz zufrieden mit. Also wenn wir das jetzt tatsächlich so durchbekommen, dann habe ich jetzt auch endlich das erfüllt, was ihr die ganze Zeit gesagt hattet schon wieder. Bestimmt mir wieder 50.000 Mal in die Kommentare geschrieben habt, obwohl ich es gesagt hatte, dass ich da noch was ändere. Und ja, ihr wisst Bescheid. So, jetzt aber tatsächlich, ach, die Wirtschaftsdaten, auf die ich beim letzten Mal schon gewartet habe, sind jetzt tatsächlich jetzt endlich immer offiziell da. Also 19,4% Wachstum haben wir jetzt gerade. Da wussten wir schon, stagnierende Arbeitslosigkeitszahlen sitzen weiterhin bei 4%, wobei eigentlich dachte ich jetzt durch den Autobahnbau könnte sich das eigentlich mal ein bisschen verringern. Ja, nee, sieht tatsächlich man hier nicht ganz so. Gut, okay, was haben wir dann hier noch? Wir haben dann hier noch ein Treffen mit Mazedonien. Guten Tag. So, und zwar über Geflügel. Die Herren wollen uns Geflügel verkaufen, wir kaufen zu relativ hohen und guten Preisen, sie verkaufen dementsprechend passend, ja, gehen wir rund auf 800, wird direkt akzeptiert, sehr schön, machen wir. Dann sparen wir beide Länder ein wenig Geld, beziehungsweise sie nehmen ein und wir sparen. Sie verkaufen über ihren normalen Marktpreis, wir kaufen unter unserem normalen Marktpreis. Alles paletti. So, jetzt dauert es nur noch ganz wenige Tage, Freunde, bis wir tatsächlich jetzt dann so weit sind, dass wir, ja, es geschafft haben, ey. Dann haben wir zumindest rein formal zumindest unser Jugoslawien wieder stehen. Einige wenige Tage sind es jetzt noch, Kinders, und dann haben wir das. So, 14. ist jetzt dann der erste Stichtag, also Freunde, verabschiedet euch erstmal schon mal von der Flagge Serbiens, das ist jetzt nämlich das erste Stichwort, das dürfte jetzt tatsächlich also als erstes kommen, dann ein Tag Serbien selbst, also die Wiederauferstehung Jugoslawiens, die jetzt kommen muss. Nur mal ganz kurz, dass wir es noch mal eben kurz angeschnitten haben, ich habe die Flagge noch nicht mehr angesehen, es kann da sein, dass es extrem beschissen aussieht, dann werde ich das zu den nächsten Mal nochmal versuchen nachzukorrigieren, aber vielleicht habe ich ja Glück und das Format stimmt irgendwie einigermaßen. So, also 14. Wir sind jetzt tatsächlich soweit. Jetzt müsste eigentlich das Dekret durchkommen mit der Umbenennung der Geschichte hier.
Ja, tatsächlich. Und es sieht sogar gut aus. Ha, ich bin stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich, Freunde. Also, Jugoslawien, Kinders. Der erste Teil ist geschafft. Landesflagge geändert. Das Gesetz tritt heute in Kraft. Sehr, sehr gut, Kinder. Sehr, sehr gut. Das heißt, jetzt fehlt noch ein einziger Schritt. Und zwar die Umbenennung. Also jetzt Serbien ist Geschichte. Jugoslawien ist tatsächlich jetzt also am Start seit heute mit neuer Flagge. Sehr gut. Spezialausgabe. Das Gesetz tritt heute in Kraft. So, ich muss ganz kurz gucken, wie sieht das denn bei euch aus? Sieht das bei euch? Ja, bei euch sieht es leider genauso aus wie bei mir. Ja, Freunde, also der Name ist tatsächlich ein klein wenig zu lang für die Nummer hier. Hat man tatsächlich nicht ganz dem Fenster hier eingeräumt. Aber jetzt haben wir es tatsächlich offiziell hier stehen. Also, die Republik Jugoslawien ist am Start. Leider der Name ein bisschen zu lang. Aber immerhin, ich habe es ja nicht noch irgendwie Republik hast nicht gesehen genannt. Und es steht auch tatsächlich hier, Freunde, offiziell. Ach, das ist doch schön. Es macht mir wirklich gerade Spaß, Kinder. Ich habe gerade wirklich richtig Spaß dran, einfach weil ich es jetzt endlich mit euch geschafft habe. Es hat jetzt noch einige Folgen gedauert, aber jetzt dürfen wir uns tatsächlich wieder offiziell Jugoslawien nennen, haben jetzt also mit Serbien, Kosovo und Vojvodina die ersten paar Teilprovinzen hier schon zusammen und es ist natürlich leider auch ein kleines, klares Signal an den Rest der Welt, denn die müssten jetzt eigentlich auch wissen, was da demnächst auf sie zukommen dürfte. So, gut, da das jetzt offiziell durch ist und wir immer noch ganz gut leben, würde ich mal sagen, wir drehen mal wieder was an der Steuer herum. Und zwar an der Arbeitnehmersteuer, Freunde. Sozialabgaben Arbeitnehmer liegen momentan bei 20%. Ich hätte daraus mal 25 gemacht. Das sind aber auch nur 300 Millionen. Das ist nicht so viel. 300 Millionen. Auch Kleinvieh macht Mist. Ne? Und das wird schon Stress genug geben, würde ich sagen. Das wird schon Stress genug geben. Ansonsten könnte ich sonst irgendwo rumschrauben. Ja, bei der Einkommensteuer müsste ich danach noch rumschrauben. Das ist sozusagen ein bisschen fahrlose Wirtschaft nehmen, den Leuten ein bisschen die Kaufkraft klauen. So, machen wir erstmal hier 25% Arbeitnehmer-Sozialabgaben. Kriegen dadurch natürlich wieder ein bisschen mehr Überschuss rein. Aber jetzt denke ich mal auch Stress mit der Bevölkerung. Ja, gucken wir mal ganz kurz drauf. Ansonsten muss man wieder mal passenderweise die Pornografiesteuer ein wenig hochziehen. Gucken wir mal drauf, 5%. So, neuer Ländername für Jugoslawien ist klar, ne, das wissen wir. Und jetzt geht es tatsächlich auch weiter. Direkt instant nach unserer kleinen nationalistischen Bildungsmaßnahme, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Vielvölkerstaat-Bildermaßnahme. Gibt es jetzt also tatsächlich ordentlich eins auf dem Platz, haben es nur 28% Beliebtheit, öffentliche Meinung, Verringerung des Glücks, hoppla, ich sollte mal vielleicht die Zeit anhalten, so, öffentliche Meinung ist okay, Verringerung des Glücks in Jugoslawien, soweit auch mir egal, denn wir müssen jetzt tatsächlich nochmal ganz kurz eben eingreifen gehen, Freunde, und die Pornografiesteuer nochmal hochtreiben, um, sagen wir mal, ja, muss man schon ein bisschen kräftiger machen, gute 5%, wir haben jetzt dann doch ein wenig an Kraft hier aufzuholen. An Beliebtheit sind es ja unter 30%, da muss man tatsächlich jetzt relativ schnell gegensteuern, nicht, dass man da in noch gefährliche Gefilde reinstößt, sehr schön, kriegen tatsächlich da ordentlich nochmal was, aber es gibt ein Attentat. Terrororganisation zu der Operation bekannt. Wir haben die Informationen unserer verschiedenen Dienste nachverfolgt. Der Hauptdrahtzieher bei dieser Operation wurde identifiziert. Er ist in der Wildnis verschwunden und vielleicht bereits schon im Ausland. Er war bei unseren Diensten bereits aktenkundig. Dies ist eine Information, die zweifellos von der Presse aufgegriffen werden wird. Was ist denn genau passiert, wenn man mal fragen darf? Kriminelles Attentat, Bombe tötet einen Jogger. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, in Kosovo tatsächlich, also hier konnten sie durchaus mal mit einer Aktion arbeiten. Das ist natürlich, ja, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Wir müssen vielleicht nochmal gucken, dass wir die Mittel der Geheimdienste mal ein bisschen hochsetzen. Ich habe sowieso noch nicht ganz raus, wie das mit den Terroristen genau läuft. Hier müssen wir erstmal einen V-Mann reinschicken. Das ist soweit schon mal erstmal ganz klar. Da müssen wir mal daher. Datenblatt, was kann das Datenblatt? Laufende Beobachtung. Ah, okay. Und hier kann ich tatsächlich dann die Personen auswählen. Ah, Freunde, ich bin surprised, aber jetzt weiß ich wenigstens, was Sache ist. Okay, Freunde, immerhin. So, Beliebtheit übrigens jetzt durch die Pornografiesteuer, durch das Ankündigen erstmal wieder hochgeschnellt auf über 65. Da sind wir jetzt schon mal wieder gut mit dabei. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ja, ansonsten, wie gesagt, versuchen wir jetzt mit der Sozialabgaben Arbeitnehmersteuer nochmal ein bisschen die Inflationsbremse zu ziehen, dass wir da tatsächlich daherkommen. Alternativ noch ganz kurz, dass wir auch versuchen, unsere Staatsschulden wieder in den Griff zu bekommen. Klar, muss man auch sagen, wir müssen natürlich festhalten, wir sind natürlich in Euro verschuldet. Ne? Also unsere Schulden, die ihr seht, das sind Euro-Schulden. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir unsere Währung auch irgendwie stabil halten, um dahingehend, ja, tatsächlich nicht mehr zu bezahlen zu müssen, als unbedingt notwendig. Die Feststellung unseres... Ja, und der soll mal kurz die Leute fertig machen gehen. Also, es ist tatsächlich wirtschaftlich gerade noch so ein bisschen heikle Geschichte. Also, wir müssen es jetzt noch irgendwie ins Jahr 2025 wuchten.
und dann mal gucken, wie das Ganze so aussieht, auch mit den nächsten Wachstumszahlen. Aber ich denke, dann dürfte eigentlich auch das mit Inflation wieder einigermaßen in den Griff kommen. Uiuiuiuiui. So, das Gesetz zur Kaufkraft, Gesetz zu Arbeitnehmerabgaben ist bewilligt worden. Anstieg der Belastung der Unternehmen, ja, soweit klar. Unternehmensschwung nach rechts. Hör auf dein Volk. Ja, ich versuche jetzt tatsächlich nochmal mit der Pornografiesteuer, die jetzt tatsächlich die nächsten ein, zwei Tage kommen müsste, entgegenzuwirken. Gesetz in Bearbeitung wird abgestimmt am 30. Also 4 Tage müssen wir ganz kurz überleben. Ich denke, das könnten wir aber durchaus hinbekommen. Jetzt haben wir auch tatsächlich gar nicht mal so kritisch wie vorhin. Da waren wir unter 30%. Jetzt immerhin ein gutes Drittel Beliebtheit haben wir noch. Das dürfte, denke ich, noch reichen, dass wir uns da eben kurz noch hinten hinretten dürften. So, ansonsten, haben wir das tatsächlich Auswirkungen auf die Wirtschaft? Nee, noch nicht offiziell, müssen noch ein bisschen abwarten. Darauf müssen wir tatsächlich gucken, sobald dann die Auswirkungen klar sind, können wir mal wissen, ob wir nochmal was an den Steuern drehen dürfen oder nicht, denn dann wäre die Einkommensteuer logischerweise der nächste Schritt. So, jetzt also 30. Oktober, dementsprechend dürfte jetzt dann die Pornografiesteuer hoffentlich ihre Wirkung zeigen. Das war aber noch mau, Freunde. Jetzt tatsächlich nur 51%, das heißt, wir müssen da nochmals hinterher. Das missfällt mir natürlich ein wenig, wie ihr euch vorstellen könnt, aber anders geht's nicht. Unsere Inflation mittlerweile übrigens bei 15% angelangt. Die kriegen wir echt gerade überhaupt nicht in den Griff. Was sagt die Finanzwelt? Die Finanzwelt sagt, Wachstum auch nur ganz leicht eingeschränkt worden durch die Maßnahmen, das reicht alles noch nicht. Gut, das heißt, wir werden jetzt erstmal mal die Pornografiesteuer erhöhen und zwar um weitere 3 Prozentpunkte auf 58%. Wir haben nochmal Gegensteuern, wenn wir da erstmal mal unsere Beliebtheit wieder reinholen und dann tatsächlich zusehen, dass wir dann im nächsten Monat nochmal eine weitere Steuermaßnahme ziehen, nämlich an der Einkommensteuer nochmal rumschrauben. So, gibt erstmal mal weitere, ihr seht schon oben rechts 10%, auch wenn Conny gerade hier noch zwischendurch im Weg ist. Ne? Wir müssen es unbeliebt machen, damit wir auch ernst genommen werden, sehe ich auch so gerade. Ne? Also dementsprechend müssen wir eben gucken, dass wir jetzt hinterherkommen. Gehen wir jetzt mal noch 10% auf Anhieb. Dass wir da hinterher sind und dann brauchen wir es tatsächlich, ja, teilweise Verschlagung des Kalifats. Okay, da wollen wir ganz kurz gucken, dass wir da nochmal hinterherkommen. So, Terroristen hier nochmal V-Mann und kriegen wir auch mal ein Datenblatt zugesandt? Nee, keiner gerade, der irgendwie relevant ist. Hier nochmal, nee, hier gibt es sowieso kein Datenblatt. Also wenn, dann gibt es nur im dschihadistischen Kalifat irgendwelche komischen Blätter, die passend dafür sind. So. Gut, okay, wann findet die Abstimmung über die nächste Pornografiesteuer statt? Am 8. Das dürfte nicht lange dauern. Begräbniszeremonie des Premierministers. Welcher Premierminister ist denn jetzt von uns gegangen? Milan Janjicic. Die Bestattung wird in einer Woche stattfinden. Ja, mit bei, aber ich glaube, von wo war der? War der, ich glaube, das war der von Montenegro? Nee, der hieß Drobric oder so ähnlich, ne? Ah, okay, jetzt ist Boktic, alles klar. Aber ich meine, der wäre hier irgendwo... Irgendwo war der auf jeden Fall. Bosnien war es auch nicht. War es Kroatien? Ja, das kann vielleicht sein, dass es Kroatien war. Oder halt Mazedonien. Also ich glaube, einer von beiden Staaten hier war es gewesen. Auf jeden Fall einer der Staaten, wo wir tatsächlich Beziehungen hin haben. Und seien sie auch nur so semi. So, öffentliche Finanzen. Ja, liegen jetzt bei 0,9% gerade. Müssen da halt nochmal nachziehen. Aber das können wir erst machen, wenn wir hier passenderweise mit unserer Beliebtheit hinterher sind. Das heißt, da dürfte jetzt Vorschlag des Rücktritts des Arbeitsministers. Nein, ich akzeptiere den Rücktritt nicht. Was ist denn los? Was gibt es denn jetzt hier für Probleme? Mein Arbeitsminister. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4%. Was hast du eigentlich? So, Beliebtheitsquote schnell wieder nach oben. Auf 88%. Das reicht mir tatsächlich immer noch nicht. Das heißt tatsächlich, noch einmal müssen wir hinterher, noch einmal anziehen, um weitere... Ja, gute 2% auf 60% müssen wir nochmal, also tatsächlich hier nochmal gegenarbeiten. Und dann tatsächlich, Freunde, müsste das reichen. Dann dürften wir hier wieder unser vernünftiges Seelenheil finden. Das heißt, jetzt genau 95 und dann mit dem nächsten Ding dürfte das passen. So, das wird dann also nochmal abgestimmt am 20. Das heißt, dorthin werden wir uns nochmal ganz schnell eben vorgehen, dass eben zum 20. kommt. Ach shit, der internationale Darlehensgeber, der war ja auch noch da. So, nächstes Darlehen, so ungefähr 20 Millionen, die geschlossen werden müssen. 2,5%, ich versuche mal so 2,2 draus zu machen. Nein, danke. Mit... Zu. Sehr gut, welches Angebot wollen Sie uns machen? So, was habe ich gesagt? 2,2 wollte ich draus machen. Ich glaube 2,2 wollte ich draus machen. Versuchen wir mal 2,2. Sehr gut. Genau, sehr schön. Das heißt, wir kriegen da tatsächlich nochmal einen neuen Zinssatz raus, der uns tatsächlich dann also auch hier nochmal entlasten dürfte.
Allgemein der Zinssatz jetzt tatsächlich nicht ganz so kritisch. Ja gut, Summe liegt bei 25 Millionen Euro. Ja, wie gesagt, da werden wir tatsächlich gleich noch entgegenwirken, hoffe ich, dass wir noch einmal, bevor wir das neue Jahr erreichen, was an den Steuern tun können. Und dann tatsächlich 2025, Freunde, wird es entscheiden. Was sagt die Wirtschaft? Gehen wir in ein Konsolidieren, genau. Ob wir in ein Konsolidierungsjahr gehen, das könnte mir durchaus vorstellen, dass die Wirtschaft dann mal vielleicht einen kleinen Knick macht, nachdem sie jetzt dann in Anführungszeichen so heftig gewachsen ist. Ja, man steht hier tatsächlich immer nach Annexionen in schwierigen Zeiten. Bevor Annexionen zu managen, sind tatsächlich echt immer schwierig und kritisch. So, Gesetz über die Pornografie ist durch, 100% Beliebtheit ist da, das heißt, wir können sie jetzt nochmal wieder an die Besteuerung setzen. Und zwar an die Einkommensteuer, Freunde. Die Einkommensteuer beträgt momentan, ja, 25, 12, 3 und 10%. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochgehen auf 30, im Mittelstand mal hochgehen auf 15%, und in der Unterklasse hochgehen auf 12, reicht mir das, reicht mir noch nicht. Das heißt, wir gehen nochmal bei den hoch auf 32. Sekunde, so 32. Hier gehen wir mal auf 17,5. Und hier bei der Unterschicht gehen wir auf 13. So, das sind doch durchaus 1,5 Milliarden, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, die werden wir tatsächlich mal ganz kurz so umsetzen. Das würde dann ein Plus bedeuten von 3,3%. Ich weiß, das ist ziemlich heftig, was ich hier betreibe. Aber das sind jetzt die Einnahmen, die ich steigern möchte, um halt, wie gesagt, die Wirtschaft in den Griff zu kriegen. So, das wird jetzt tatsächlich ziemlich interessant werden, weil es gibt wahrscheinlich eine ordentliche Schelte. Aber da bin ich auch bereit, die Pornografiesteuer passend entgegenzuziehen, Freunde. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Das Volk hält sie... Passt schon, Jungs, passt schon. Stopp, ich muss ganz kurz hier pausieren und ich glaube, hinten klingelt das Telefon, deswegen muss ich mal einmal ganz kurz eben weg, bin gleich wieder da. So, da bin ich jetzt wieder. Verzeihung für den kleinen Cut, aber der muss an der Stelle sein. So, wir haben unsere Beliebtheit auf 0% runtergejagt, herzlichen Glückwunsch, Freunde, aber da bin ich auch bereit, passend entgegenzuwirken. Den Spaß kennen wir ja, dass wir da tatsächlich mal echt hinterher müssen. So, wir sind mal heute großzügig. Müssen wir auch einiges wieder gut machen. Ich würde mal sagen, 15%, Freundchen, das müsste doch gehen. Wenn wir das Ding nochmal hochziehen, bringt sogar tatsächlich erstmal was für den Haushalt, dass wir das machen. So, gute Arbeit, sehe ich aus, haben wir uns toll gemacht. Haben wir toll hinbekommen. So, wird jetzt tatsächlich nochmal durchgezogen und hoffen, dass wir jetzt nicht ganz schnell erhangen werden, sondern tatsächlich nochmal gegensteuern dürfen. Ja, tatsächlich dürfen noch. Puh, das war knapp. Das war knapp, Freunde, da können wir es tatsächlich nochmal kurz entgegenwirken. Das heißt, wir sitzen jetzt hier auf 41%. Das dürfte erstmal reichen, dass wir uns hier wieder einigermaßen durchquälen. Also jetzt 75%, die dann jetzt demnächst angesagt sind. So, was sagen denn dann die Dingskirchen, die Parlamente und so? Die sagen, abgestimmt wird am 29. bzw. am 1.12., Freundchen. Das wird alles hier wieder spitz auf Knopf werden, Kinders. Alles wieder spitz auf Knopf. So, Wirtschaftswachstum liegt bei 18%. Dann haben wir jetzt hier noch die Operation. Einer meiner Männer konnte. Der zumindest eingedrungen ist. Sehr gut. Hat zumindest das hinbekommen. Freut mich für ihn. Aber alles noch nicht so das, was ich jetzt hier mir erhofft habe. Ja, es ist alles noch ein bisschen eng, Freunde. Es ist alles noch ein bisschen spitz auf Knopf genäht. Aber ja, ich hoffe, das geht hier gerade in meinen Rechnungen nicht schief, was wir hier machen. Wie gesagt, ich muss versuchen, diese Wirtschaft hier irgendwie in den Griff zu bekommen. Dafür passend jetzt gerade mit der Steuerschraube arbeiten. Das ist das Gute als Diktator natürlich. Du kannst das mal ebenso aus dem FF machen und musst da nicht etwaige Umwege gehen, sondern kannst das einfach so mal eben mitnehmen. Da ist nämlich so eine Geschichte, das hast du nicht immer einfach so, dass du mal eben das so hinkriegen kannst. So, das Einkommensteuergesetz tatsächlich ist durch. Die Situation wird von Tag zu Tag... So, pausieren. Also, die ist jetzt tatsächlich durch offiziell. Das Gesetz... So, was haben wir jetzt hier? Kluft zwischen Arm und Reich. So, sie können das nicht leugnen. Alle Stimmen belegen es. Kluft wird immer größer. Erhöhung von Einkommensteuer. Madame ist dagegen. Denkt wahrscheinlich an ihre eigenen Zahlen und Rekord der Unpopularität. Das ist gefährlich. Ich weiß, Freundchen. Ich weiß. So, und deswegen, Kinders... Werden wir mal ganz kurz einen Sicherungssafe machen. Genau. Wir machen mal ganz kurz hier einen Sicherungssafe. Den werde ich auch nochmal neu nummerieren. So. Weil ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob alles glatt geht, was wir hier machen. Kann nämlich sein, dass wir nämlich daran verrecken. Und das wäre natürlich etwas unpraktisch fürs LP. Dementsprechend werden wir da ganz kurz einen Sicherungssafe machen. So. Und jetzt mal eben fix gucken, ob wir damit tatsächlich durchkommen. So, müssen wir jetzt mal ganz kurz warten, dass wir jetzt tatsächlich am 1. direkt müsste ja jetzt das Parlament kommen und mir die Rückendeckung geben, sobald jetzt hier mit
Harold Macmillan das ganze Ding weggespeichert wird. Genau deswegen habe ich hier nämlich nochmal den Zusatz-Save gemacht, weil ich nämlich weiß, dass nämlich an dieser Stelle jetzt nämlich der Autosave kommt. So, und dann hoffen wir jetzt mal, dass das Parlament mir da nochmal kurz unter Arme greift. Ja, greifen unter Arme mit 23%, ist zwar aber noch nicht so richtig dolle. So, der Arbeitsminister, ne, wünscht derzeit nicht mit der Regierung zu arbeiten, ich lehne weiterhin ab. So, gucken wir mal drauf. Wirtschaftswachstum dürfte jetzt dadurch vielleicht ein bisschen in den Griff zu bekommen sein. So, und ansonsten brauche ich jetzt nochmal ganz dringend eine weitere Pornografiesteuer. Denn das reicht mir tatsächlich immer noch nicht. Kriege ich die... Ach, okay, da muss ich es manuell hier wahrscheinlich machen. Genau, kriegen wir die nicht noch weiter hochgedreht. Ja, kriegen wir nochmal weitere 10 Prozentpunkte. Ach, was soll der Geiz? Machen wir nochmal 15 Prozentpunkte draus. 90% Pornografiesteuer. Das geht alles, Kinder. Muss ich hier nur zu helfen wissen. So, Gesetz über die Pornografiesteuer ist durch. Da müssen wir es tatsächlich direkt schon mal wieder entgegenhalten. Mit der nächsten Pornografiesteuer haben wir es tatsächlich aber staatlich gesehen einen guten Überschuss. Das heißt, da dürften wir jetzt unsere Gelder eigentlich damit machen. So, gucken mal, 15%. Ja, Jungs, Kinders, das geht doch super. So, Demonstration. Ja, haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. So, gewerkschaftlich organisierten Arbeiter wegen dem Lifestyle des Premierministers. Alles klar, wir haben einen zu krassen Lifestyle, Diggi. So, Senkung der Kaufkraft aufgrund von Schwarzmalerei. Ja, ich habe das natürlich echt gegengepumpt. Ist klar, ich erwarte jetzt eigentlich auch, dass da nochmal da uns ordentlich ein Knick verpasst wird eigentlich hinsichtlich der Kaufkraft und so und Wachstum. Aber das wollen wir gerade erreichen, weil sonst kriegen die Inflation einfach nicht in den Griff. Da müssen wir halt gegenarbeiten. Das geht nicht anders. So, was sagt die Währungsstatistik? Die Währungsstatistiker sagen mit 16% und es ist noch kein Ende in Sicht, ey. Das ist doch nicht zu fassen. So, extreme Armut auf ein zufriedenstellendes Niveau. Ja gut, wie gesagt, die Leute müssen jetzt halt ein bisschen leiden. 16%, ich muss ja deren Gehälter halt nächstes Jahr noch bezahlen, ne? Das ist es ja, ich muss tatsächlich, also 16 werde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber 15% muss ich die tatsächlich anpassen. Und das passt mir halt tatsächlich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht so richtig in den Kram. Ah, Währungsverfall, ich hasse ihn. Er macht einfach keinen Spaß. Er macht einfach keinen Spaß, Freunde. Das ist wirklich schwierig mit solchen Scheißteilen, ne? Die machen einen jedes Mal durch irgendwelche Planungen, die man hat und irgendwelche Zeitfenster, ne? Einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß, da draußen, ach, mittlerweile passt die Jugoslawien-Schrift übrigens. Lol, sehr schön. Immerhin. Umso besser. So, Weihnachten steht vor der Tür, nehmen wir natürlich an. Aber das ist sowas, was ich halt sagen wollte. Ja, das macht euch natürlich immer schon einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß, einige von euch marschieren einfach an einem Land nach dem nächsten ein und machen das alles so. Und das ist ja der vielleicht alles seine Richtigkeit. Da müssen wir bald übrigens wieder unsere 100%, sehr schön. Aber, wenn wir ganz ehrlich sind, Kinder, könnt ihr euch ja selber vorstellen, dass nicht das Wahre ist. Also ich habe jetzt schon nach einem Land, das jetzt, boah, wie viel hat das unsere Wirtschaftskraft? Ein Zehntel oder so. Auf jeden Fall genug Probleme und das ist tatsächlich echt schwierig. So, unwiderruflicher Rücktritt. Jetzt wird's aber interessant. Allianz der rechten Präsidenten hier. Hiermit reiche ich meinen Rücktritt ein. Unwiderruflich rate Ihnen, das Gleiche zu tun. Alles klar. Okay, irgendjemand ist uns jetzt tatsächlich abgehauen. Müssen wir mal ganz kurz gucken im Kabinett. Haben wir uns jetzt tatsächlich mit irgendwem verscherzt. Ach ja, das war der dämliche Arbeitsminister. Der hat schon 20.000 angedroht gehabt. So, Partei an der Macht. Ja, suchen uns einfach den nächstbesten Politiker. So. Gut, Problem gelöst. Das geht natürlich dann relativ einfach. Aber wie gesagt, Freunde, die Inflation, die galoppiert uns einfach weg. Ey, ich fühle mich hier wie bei Erdogan. Schrecklich. Da kommen wir einfach nicht gegen an. Deswegen, also alleine ein Land einzunehmen, das ist wirtschaftlich gesehen ein unfassbarer Kraftakt. So, und das ist wirklich schwierig. Da hinterher zu kommen. Ja, müssen wir gucken, dass wir einfach hier irgendwie in den Griff kriegen. Sobald wir das in den Griff haben, dann können wir uns den nächsten Plänen widmen. Und das wird einfach seine Zeit dauern. Ich bin jetzt einfach mega gespannt, Freunde, auf die Wirtschaftszahlen jetzt dann fürs nächste Jahr, wie das damit aussieht. Zumindest unser Überschuss ist jetzt eigentlich ja so hoch, dass unser nächster Darlehensschluss genau tatsächlich keiner sein sollte. Also wir tatsächlich konsequent abbezahlen dürfen. Das heißt, das geplante Darlehen mit Indien schon mal rausfällt. So, was haben wir hier? Einer meiner Männer konnte... Gut, er konnte Schlüsselposition ergattern gehen. Können wir ganz kurz gucken, ob sie jetzt tatsächlich da... Ach, Emissionenannullierung steht bevor, Sekunde. Einen Moment, ich wollte kurz gucken. Stehen jetzt hier irgendwas auf den Datenblättern? Ja, tatsächlich hier. Borislav Bostic. Ja, dann stellen wir die mal unter Beobachtung. Wird mal beobachtet, Kinders. So. Gut, was haben wir jetzt hier? Emissionenannullierung stehen bevor. Wenn die Haushaltszahlen so bleiben, müssen wir in den nächsten Tagen eine neue Schuldenemission vornehmen. Diesbezüglich muss ich darüber in Kenntnis setzen, dass sie vor einiger Zeit bei einigen Darlehensgewinnen Zinssätze ausgehandelt haben, Zinssätze in Frage gestellt werden können. Haushaltsdefizit seitdem erheblich angewachsen. Was für erheblich angewachsen, Kinder? Das sehe ich ja jetzt nun gar nicht. Unser Haushaltsdefizit beträgt 2%. Überschuss. Überschuss, Freunde. Gucken wir mal drauf. Auch hier keine Schulden, nix passt.
Finito. Ende. So, Boss unter Beobachtung. Und Bostage-Information. Wir haben bestimmte Informationen über... Gut, werfen einen Blick in seine Akte. Haben neue Informationen von Bostage bekommen. Mal gucken, ob das irgendwas Interessantes für uns ist. Datenblatt, Bostage. Hatte eine Auseinandersetzung in einem Café. Ja, ich weiß nicht, Freunde. Unter euch sind ja schon ein paar Terrorismus-Experten drunter. Ihr müsst mir nochmal genau aufschreiben, auf welche Eigenheiten ich da zu achten habe. Also eine Auseinandersetzung in einem Café ist tatsächlich ein schlechter Vorwand für eine Verhaftung, oder? Ein bisschen wenig zumindest, finde ich. Klar, kleine Rangelei, ne? Ordnungswidrigkeit, hast nicht gesehen. Aber geht ja niemals um Körperverletzung. Ist mir einfach nur ein bisschen zu wenig. Mal gucken, ob wir da vielleicht was Vernünftiges finden. So, ansonsten, wie gesagt, geht es uns ja ganz gut. Also Beliebtheit ist da. Ich habe die mir auch schon direkt wieder angesammelt, auch aus dem Prinzip heraus, dass wir vielleicht im neuen Jahr schon wieder direkt ackern und arbeiten müssen, dass wir da irgendwie das in den Griff kriegen, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie die Zahlen einfach aussehen. Nächstes Jahr so kann sein, dass wir auch eine Wirtschaftsschrumpfung erleben werden. Das ist ja, wie gesagt, das Konsolidierungsjahr, was ich erwähnt hatte. Kann durchaus sein. So, internationale Ausstellung. Ach Gottchen, da müssten wir auch mal das Budget für erhöhen für dieses Drecksding. Fällt mir jetzt gerade auch erst wieder ein. Eine Woche vor Beginn des Festes. Ja, passt schon. Wir werden natürlich dabei sein, aber ich glaube, die wird es natürlich nicht so prickelnd ausgehen. So, was haben wir hier? Die Feststellung unseres... Gut, er wird wieder gleich fertig gemacht, also die Organisation jetzt, bevor unser Agent fertig gemacht wird. Dementsprechend sollte man auch da zügig handeln, aber ich würde sagen, das passt schon so alles in Kram. So, Freunde, jetzt aber tatsächlich, die Spannung steigt an. So, was sagen die Wirtschaftsfinanzen? Die sagen, Wirtschaftswachstum ist immer auch sehr moderat unterwegs. 17%, Alter, 17%. Ja, dieses Jahr, ne, 2024, also nach der Annexion, könnt ihr wirklich komplett in Tonne hauen. So, religiöser Feiertag, Auftritt des Ministers, passt schon so, ist schon in Ordnung. So, Währung 17,5%, bald fast inflationsgaloppierende Kacke hier, ey. Um Himmels Willen, wie soll das ein Mensch nur in den Griff kriegen? Freunde, wenn ihr einen Tipp von mir haben wollt, plant eure dämlichen Scheiß-Annexion am Ende eines Jahres, dann habt ihr da zumindest nicht so einen Inflationsstress wie ich. So, denken Sie auch an die Umwelt? Ja, passt schon. Es ist wahr, man kann den Schlag nicht gerade... Ja gut, okay, wieder ein kleiner Teilschlag, passt schon so, Freunde, passt schon so. Besser als nix auf jeden Fall. Ansonsten sieht das ja ganz gut aus, vielleicht müssen wir mal die Agenten im eigenen Staatsgebiet ein bisschen erhöhen, aber darum kümmere ich mich jetzt im nächsten Jahr. So, Freunde, 31. Ja, Bote der Familie, den haken wir mal ganz kurz ab, aber wir müssen jetzt gleich echt mal gucken, was Sache ist. Das ist wirklich, wirklich jetzt kritisch. Bitte lasst diese Zahlen jetzt einigermaßen gut aussehen. So, also Wirtschaftswachstum lag jetzt bei 17,44%, soweit okay. Staatskasse tatsächlich schon mal mit einem Überschuss. Das ist schon mal das Wichtige, das heißt, da konnten wir schon mal jetzt gleich wieder mit arbeiten. Das ist auch alles okay. So, Idealismus, ne, noble Robe, interessiert mich nicht. So, 54 Millionen Euro Überschuss. Sehr gut, gute Nachrichten, Schulden können wir reduzieren, Bargeldreserven aufstocken, so ungesunde Wohnungssituation müssen wir erstmal kurz hinterher. Das heißt, da müssen wir danach gucken und das Wachstum. Hier sind die BIP und Wachstum. So, unsere Wirtschaft sah natürlich sehr gesund aus. So, jetzt ist die Frage, Freunde, was sagen die Wirtschaftszahlen für dieses Jahr? Diese Wirtschaftszahlen für dieses Jahr sagen, dass ich erstmal nochmal vielleicht warten muss, bis wir eine neue Prognose kriegen. Ich hoffe, der Wachstumswert ist jetzt tatsächlich nicht der Originalwert. Wenn das jetzt wieder 17% sind, bin ich mir ein bisschen irritiert. So, gucken wir erstmal ganz kurz auf unseren Verschuldungsgrad. Unser Verschuldungsgrad nehmen wir es tatsächlich ab. Wir sind tatsächlich jetzt erstmal unter die 20%-Marke gerutscht. Haben jetzt also nur noch diese Gesamtdarlehen, die ihr hier seht. Ne, plus die Weltbank-Ding. Also das wird schon so ungefähr schief gehen. Jetzt geht es nur darum, wie gesagt, Inflation. Hahaha, das heißt, hier müssen wir tatsächlich mitarbeiten. Das heißt, Währung. So, 17,5%, wir werden um 15% anfangen, die Gehälter anzuziehen, Kinders. Das machen wir jetzt nochmal eben. Das hilft ja alle nichts, das geht nicht anders. So, wo ist mein Taschenrechner? Taschenrechner, wo habe ich den denn jetzt hingelegt? Ach, hier oben auf dem Schreibtisch. So, dann lasst mal sehen, Freunde, dann lasst mal sehen, was haben wir denn da jetzt? Also, wir haben als allererstes die Bildung. Das sind 1057. Oh, kurz den Taschenrechner drehen. Danke, ich brauche nämlich die Prozentzahlen. So, plus 15% sind wir bei 1215 Euro. Eieiei. So, 1215. Dann haben wir jetzt als nächstes die Forschung.
1198 plus 15%. 1377. Boah, das sind. Oh, das sind Kosten, Kinder. Das sind Kosten. Oh. So, 1100. Genau, Punkt 1100. Ja, genau, plus 15%. Ja, 1265. Polizei 969 plus 15% sind 1114. Machen wir 1110 draus. So, bleiben noch die Armee. 1012 plus 15% 1163. Und die übrige Verwaltung. Plus 15% 1078. Ja, Kinder, guckt euch das an. 600 Millionen müssen wir jetzt ausgeben wegen dieser scheiß inflationären Geschichte. Das ist wirklich übel. Das ist mir eigentlich auch fast zu übel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so komplett ausgleichen sollte. Das ist echt ziemlich viel. Das ist echt verdammt viel Geld. Das ist mir eigentlich auch zu viel Geld, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir ganz kurz rein. Das sind jetzt dann 600 Millionen. 600 Millionen haben wir dann noch wiederum weitere 600 Millionen Überschuss. Das heißt, wir werden unser Haushaltsüberschuss so ungefähr halbieren. Das heißt, wir würden so bei 0,9 Prozentpunkt Überschuss noch landen. Ja, aber anders geht's nicht, Kinders. Anders geht es nicht. Müssen wir machen. Ach, 0,7, Alter, sollst du einfach ein bisschen besser dich in Mathematik üben. Ja, okay, also tatsächlich 1% Überschuss hier wieder dadurch verbraucht, dass wir die Gehälter anziehen müssen. Schlimm. So, keine Verschwendung. Was für Verschwendung. Haben sie kriegerische Absichten? Militärausgaben? Ach so, okay. Ja gut, ja, die Armee muss halt auch passend besoldet werden. Das ändert halt nichts daran, ne? Inflation ist halt Inflation. Kann man nichts machen. Muss man gucken, dass man die einfach wieder in den Griff bekommt. So, ich bräuchte jetzt aber, wie gesagt, also diese Zahlen, das fand ich auch sehr irritierend. Als ob diese Wachstumsprognose für dieses Jahr, man kann sagen, die steht noch nicht richtig, ne? Die steht eigentlich noch nicht richtig, auf die muss ich noch weiterhin warten. So, Lohnerhöhung. Herr Premierminister, es gibt einen Haufen Gerüchte, die Leute verlieren die Geduld wegen einer völligen Lohnerhöhung. Ja, deswegen bin ich schon dabei, Herr Verteidigungsminister, ich bin da schon bei. Wir wollen nicht, dass unsere Leute anfangen zu desertieren, dementsprechend kommt da schon die passende Lohnerhöhung auf sie zu. Gut, Kinder, ansonsten würde ich aber sagen, sind wir auch schon durch an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir müssen jetzt echt mal gucken, was die Haushaltszahlen sagen und die Wirtschaftszahlen jetzt fürs nächste Jahr. Wir müssen die ersten Prognosen abwarten. Bis dahin würde ich also euch noch ein wenig um Geduld bitten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Dementsprechend haut rein und ciao.